Also herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog. Und zwar geht es ein bisschen um Thema Technik. Und heute haben wir die neue Fuji X-T3 hier. Die X-T3, was kann man zu der sagen? Ich habe ja schon einiges gehört. Von dem Jona zum Beispiel, der hat mir gesagt, die ist extrem geil. Es war mir wie immer eine Ehre. Ciao. Das ist ja der Verkehrslaut, aber egal, wir haben ein Mikrofon. So, die X-T3 soll ja so ein bisschen die Sony angreifen. Und wo ich den Preis gehört habe, habe ich gedacht, das macht's wirklich. Die kostet so, ich glaube, 1.600, habe ich mir aufgeschrieben. Nee, aber ich glaube, die kostet um die 1.600 Euro, der Body. Ich finde die Bedienoberfläche extrem geil. Aber dazu kommen wir noch. Was kann man dazu sagen? Ist auf jeden Fall eine spiegellose Kamera mit 26 Megapixel. Die gibt es in zwei Farben, einmal in Silber und einmal in Schwarz. Was mir nicht ganz so gefällt, ist, dass diese Lederoptik, das ist wie bei Audi, dieser Softlack, das ist quasi ein Lederfake, aber die gehen halt jetzt alle auf dieses Oldschool. Also es hat was, die gefällt mir echt ganz gut, aber ist halt gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich jetzt halt mit der Sony angefreundet und viele finden halt die Sony extrem schwierig, so von der Menüführung. Und die hat halt drei Rädchen hier oben. Und du hast halt den Shutter, die Belichtung und die ISO hast du halt sofort. Und hier vorne gehst du einfach auf Zurückschalten und kannst gleich auf manuell Blende gehen und auf den Fokus. Das finde ich ganz cool. Die finde ich echt an sich nicht schlecht, also für den Preis extrem gut. Sowas kann die noch. Was die richtig, richtig gut kann, ist 4K-Aufnahmen und zwar jetzt dazu mit 60 Frames und 10 Bit. Das finde ich geil. Also, da ist sie momentan, glaube ich, Spitzenreiter, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ist es ein APS-C-Sensor, aber was da richtig hardcore ist, jetzt haltet euch fest, ich muss schnell mein Handy weglegen. Bei meiner Sony habe ich ja immer bemängelt, dass wenn ich so filme, dass ich mich nicht sehe. Klar, man könnte einen Monitor draufpacken, aber ich habe meistens ein Mikrofon drauf. Das heißt, das Display müsste man ja schwenken können. So, Fujifilm hat gedacht, das machen wir. Wir machen jetzt einfach ein Schwenkdisplay. Aber was sie gemacht haben, die haben das Schwenkdisplay auf der falschen Seite gemacht. Jetzt guck. So, und jetzt sag mir bitte, was soll das sein? Was zur Hölle soll das? Hätten sie das schon hierhin gemacht, hätte man das so drehen können und man hätte sich gesehen. Aber so? Ich verstehe es nicht. Ich komme da nicht klar. Was soll das für einen Sinn ergeben? Also jetzt mal ohne Scheiße, was sagst du dazu? Ich habe nichts davon. Wenn sie schon so viel Technik reinbauen, geile Technik, und dann beim Display sparen. Ja, was sie sparen, die haben ein Scharnier, aber an der falschen Seite, weil das ergibt ja null Sinn. Ja, überhaupt nicht. Selbst wenn ich, wir müssen mal schnell cutten hier. Da haben wir gerade Besuch bekommen. Was ist denn los, junge Frau? So, jetzt wurden wir gerade aufgehalten von der Steffi. Hat mich gleich direkt aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall, so, was kann man noch sagen? Hier ist ein ganz netter Knopf, der heißt FN. Und das ist der Autofokus, also der Augenautofokus. Und der funktioniert so gut, ich würde fast behaupten, der funktioniert gleich gut oder sogar besser wie von meiner Alpha 7 Mark III. Aber das gucken wir uns dann nochmal an, ob das so gut funktioniert. Wir werden uns mal ein bisschen dann bewegen mit der Kamera. Und was ich auch ganz gut finde, ist wie bei meiner Sony quasi zwei Steckplätze für die Karte. Genau. Zwei Kartenslots. Ja, ansonsten, das Gewicht ist geil. Da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wie weit Canon ist, aber das Gewicht von Canon hat mich immer gestört. Deswegen ist das geil. Und was noch richtig cool ist, habe ich noch in meiner Känguru-Bauchtasche. Guckt euch mal dieses kleine Mini-Objektiv an. Das ist das 35 mm mit einer 2,8er durchgehenden Blende. Das sind 27 mm, Entschuldigung. 27, 2,8er durchgehend. Eigentlich perfekt zum Vloggen. Das ist so mini, und wenn du das ranmachst, da hast du gar kein Gewicht mehr. Da kannst du den ganzen Tag mit der Kamera rumrennen und diesem Mini-Pancake hier. Kostet 400 Euro, finde ich eigentlich noch ganz gut. Das werden wir auch nochmal testen. Das werden wir im Fotobereich mal testen. Das spielst du da mal rein. Mhm. Und Video auch. Aber jetzt werden wir erstmal mit dem ein bisschen was machen. Autofokus probieren. Ein paar Fotos, ein paar Videos. Also gehen wir mal los in den Carport oder in den Kameraport. Mhm.
Fotografieren entdeckt habe, ist hier so ein kleines Feature, der macht quasi, wie auf diese Einstellung, müssen wir nachher nochmal zeigen, da macht er quasi zwei Bilder. Wir haben jetzt einfach nur mal aus Gaudi innerhalb von einer Sekunde gesagt, hier, bleib mal sitzen und stell eben hin, und die sind zwei Bilder entstanden. Diesen Ghost Look nennt man den ja, das ist so halb durchsichtig, da sitzt immer der Max und immer steht da. Ich finde das ganz geil, weil es ist halt so schnell mal gedreht, zwei Bilder gemacht und schon hat man einen geilen Effekt. Also, da die ja WLAN hat, kann man es halt übelst schnell auf Instagram schicken, fertig aus. Und so hat man einen geilen Look innerhalb von ein paar Sekunden erstellt. Bin ich ein bisschen begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die Kamera wirklich nicht schlecht. Und der Augenfokus ist sensationell. Und wenn du überlegst, das ist ein Kit-Objektiv, ja? Dieser schwule Joghurtbecher, den bei sonst bei allen Kameras immer komplett kacke ist. Ich finde das Objektiv geil. Also, 2,8er. Im Videobereich finde ich es auf jeden Fall geil. Das sieht man ja auch im Video, was du geschnitten hast. Finde ich cool. Und im Fotobereich wünschte ich mir noch ein bisschen mehr, ein geileres Bouquet. Aber da werden wir jetzt einfach mal den kleinen Kumpel hier versuchen. Das machen wir jetzt. About the beach when the heat came down, but now every time I feel it, it's coming out of your mouth, blowing out all the smoke, feel it choking me out. Okay, also wir haben den Akku jetzt tot gespielt in wie lange? Eine Stunde? Nicht normal, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Krass. Also was ich jemandem ans Herz lege, kauft euch drei Akkus. Der Akku war jetzt echt schnell, aber ich glaube, der war auch nicht ganz voll. Wir wollten jetzt eigentlich noch mit dem 27 mm, ich auch noch nie gehört. Wir wollten mit dem 27 mm jetzt noch ein bisschen was machen. Ich habe ja erst schon mal durchgeschaut, ich finde es extrem geil und das Gewicht ist halt irre, aber man, ja doch, das geht schon. Das Gewicht ist geil, also ich könnte echt 2 Stunden so filmen. Das funktioniert mit dem Autofokus auch ganz geil, also ich glaube, du bist jetzt mit dem Setup bei knapp 2000 Euro. Bisschen teuer für eine Vlog-Kamera, aber der sich leisten kann sich die holen. Die finde ich echt gut. But now every time I feel it, it's coming out of your mouth, blowing out all the smoke, feel it choking me out. Always thought we was chosen, but I fell in the doubt. I flew in the clouds and thought I would meet you. Guess I was reaching all for the season's love. I don't wanna let this go, but I ain't tryna stay no more. So you gon' have to show me what you really want. Girl, and I gotta be that hard. Just say you love me, I know you need me, but don't be lying, I won't believe.